Ja, also vielen Dank für die nette Einführung und die Möglichkeit, heute vor so vielen Menschen aus der frühkindlichen Bildung sprechen zu können. Der Vortrag legt jetzt direkt los, weil ich habe ein Zeitlimit und will Ihnen so viel erzählen. Deswegen falle ich mal direkt mit der Tür ins Haus. Der Vortragstitel sagt total viel und ist gleichzeitig wahnsinnig irritierend. Also einmal steht da Kindheiten im Plural und dann ist da noch ein super divers davor, als wenn nicht Kindheiten das schon doch ausdrücken würden. Und das möchte ich Ihnen so knapp wie möglich darstellen, was damit gemeint ist und was eigentlich für Sie die großen Herausforderungen sind, heute schon und in Zukunft tendenziell noch mehr. Und zwar gibt es im Prinzip, ich habe keine Präsentation, ich erzähle es einfach so frei. Ich habe nur so ein paar Punkte hier stehen und besonders auch ein paar Punkte, die gegliedert sind in vier verschiedene Bereiche, die ich einzeln durchgehe. Also einmal über den Begriff Superdiversität, der meint schon was Spezifisches. Das beschreibe ich am Anfang. Dann gehe ich darauf ein, wie sich Familien verändert haben. Dann im dritten Schritt die besondere Herausforderung im Hinblick auf Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft. Viertens, welchen Beitrag die Veränderung der Institutionen geleistet haben zu diesem Thema superdiverse Kindheiten. Und das sind sozusagen die vier inhaltlichen Schritte. Und das fünfte wäre dann, was bedeutet das eigentlich für besondere Herausforderungen in Ihrer Arbeit? Was stellen da besondere Herausforderungen dar und wie lassen die sich natürlich abstrakt beschreiben? Aber damit man so ein bisschen so eine Schablone vielleicht auch für den Alltag hat, ich denke, dass das ganz sinnvoll sein kann. Also ich fange an mit Superdiversität. Das alleine rechtfertigt schon ein ganzes Buch darüber zu schreiben oder eine Vorlesung mit 14 Sitzungen. Ich mache es jetzt mal ganz knapp. Der Begriff Superdiversität kommt eigentlich aus der Beschreibung der Gesellschaft in Großbritannien und er hat ganz viel mit Migration zu tun. Es war der Versuch, zwei Dinge, die passiert sind im Laufe der Zeit, zu beschreiben. Das ist schon in Städten sehr schnell passiert und später dann auf die gesamte Gesellschaft, nämlich einmal, dass es keine Gruppen mehr gibt, keine ethnische Gruppe, keine Bevölkerungsgruppe im Hinblick auf ethnische Herkunft, die die Mehrheit bildet, die also über 50% ist. Das ist also das eine Element dieser Definition. Und das zweite ist, dass jede einzelne dieser vielen relativ großen Gruppen, jede einzelne dieser Gruppen ist nicht mehr einheitlich zu beschreiben. Das heißt, es gibt immer mehr Gruppen und keine dieser Gruppen lässt sich auf eine Art und Weise beschreiben, wie man das vielleicht von früher gewohnt ist. Sondern übertrage ich das jetzt mal auf die deutschen Verhältnisse. Wir sehen, dass wir in Deutschland mittlerweile, Sie kennen die Zahl, 27% der Menschen, die in Deutschland leben, haben einen Migrationshintergrund. Das ist eine Zahl, die schon ganz ordentlich ist, aber für Sie, gerade für die Altersgruppe, mit der Sie sich beschäftigen, sieht es nochmal ganz anders aus, nämlich da sind es über 40%, also über 40%. Und diese 40, noch was oder 41% sind ungleich verteilt. Das bedeutet also, dass Sie schon längst super diverse Gruppen haben oder eben noch haben werden, aber es gibt auch Orte, wo das noch nicht der Fall ist. Gleichzeitig möchte ich ganz kurz was sagen zu diesem Begriff Migrationshintergrund. Also wenn Sie hören, dass Kinder mit Migrationshintergrund, also zum Beispiel unter Sechsjährige oder bis Zehnjährige, das sind die höchsten Werte in den Altersgruppen, dass die zu 40% oder zu mehr als 40% einen Migrationshintergrund haben, dann ist das, wenn wir die Diversität meinen, eine Unterschätzung. Denn die Definition von Migrationshintergrund ist in etwa so, wenn Sie es spezieller wollen, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, also genauer wollen, aber wir können es so sagen, die Menschen, die selbst migriert sind, zählen da rein, deren Kinder zählen da rein und bei der dritten Generation nur noch ein Teil. Die vierte und fünfte Generation aber zählen da nicht mehr rein. Das heißt, und damit sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Sie haben in Kitas erste Generation, also Kinder, die selbst migriert sind, die vielleicht vor 2 Monaten noch in einem anderen Land gelebt haben. Sie haben aber auch Kinder, die in der vierten Generation sind, das heißt, deren Urgroßeltern nach Deutschland eingereist sind. Und sie haben jetzt schon ein bisschen und bald mehr sogar die fünfte Generation, also Urgroßeltern,
wo die Wahrscheinlichkeit Urgroßeltern, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr sicher so ist, dass die Migranten aus ihrer Familie, die eingewandert sind, gar nicht nie gekannt haben, nicht kennengelernt haben. Und das Ganze wird noch komplizierter, wenn Sie bedenken, dass es sein kann, dass jemand einwandert, deren Kind ist das ist die zweite Generation, die kriegen dann wieder Kinder, das ist die dritte Generation. Diese Person heiratet eine andere Person, die aber neu zugewandert ist. Das heißt, ein Elternteil dritte Generation, eins erste Generation, vielleicht sogar verschiedene Länder, verschiedene Herkunftsgruppen. Und so wird das Ganze immer komplizierter und immer komplexer. Aber selbst wenn wir eine Gruppe nehmen, also türkeistämmige oder syrischstämmige oder sonst was, also meine Familie kommt aus Syrien, ist aus Syrien gekommen, und daran merken Sie schon die Tatsache, dass man sagt, jemand kommt ursprünglich aus Syrien, sagt nichts darüber aus, ob man hier geboren ist oder nicht. Ich bin hier geboren. Ob man deutscher Staatsbürger ist oder nicht, ob man in der ersten, zweiten, dritten Generation ist oder nicht. Und alleine unsere Familie geht schon bis zur dritten Generation. Und die vierte Generation könnte unterwegs sein, ist nur noch eine Frage der Zeit. Gleichzeitig gibt es natürlich neu zugewanderte Menschen aus Syrien. Das ist dann erste Generation, aber es gibt schon sehr viele Geflüchtete, die Kinder bekommen haben. Das ist zweite Generation. Das heißt, über die Generationszugehörigkeit weiß man noch nichts. Deswegen ist alleine die Gruppe der Syrischstämmigen extrem divers. Bei den Türkeistämmigen oder Italienischstämmigen ist es wahrscheinlich noch mehr so, weil es dann einen längeren Zeitraum gab. Ob die Menschen dann arm oder reich sind innerhalb einer Gruppe, ist noch überhaupt nicht gesagt. Ob das Bildungsniveau hoch ist oder nicht, weiß man nichts drüber. Was Ihnen wahrscheinlich häufiger mal über den Weg gelaufen ist, ist das, was Menschen, die mit Kindern nichts zu tun haben, seltener über den Weg läuft, nämlich, dass wir statistisch wissen, dass bei dem höchsten Bildungsniveau Menschen mit Migrationshintergrund etwas überrepräsentiert sind. Das heißt, die haben häufiger Abitur oder Fachabitur als Menschen ohne Migrationshintergrund, ne, die Elterngeneration. Aber sie ist bei den ganz niedrig Qualifizierten auch überrepräsentiert. Das heißt, Hochqualifizierung und Niedrigqualifizierung ist höher als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Das heißt, da sehen Sie alleine nochmal deutliche Unterschiede. Sind es deutsche Staatsbürger oder nicht? Wie ist der Rechtsstatus ansonsten? Welche Sprachkompetenzen sind da? Sprechen die Menschen schon längst Deutsch und können ihre Herkunftssprache gar nicht mehr in der Familie? Oder sprechen sie sogar mehrere Sprachen, also Mehrsprachigkeit und so weiter und so fort? Ist alles nicht gegeben. Welche Religion haben sie? Sind sie religiös? Das sind alles Dinge, die sich dadurch, dass wir feststellen, jemand gehört irgendwie einer türkischen Herkunft an oder einer syrischen, einer vietnamesischen oder was auch immer für eine Herkunft, also einer ethnischen Gruppe, sagt das eigentlich noch nichts und entsprechend auch noch nichts darüber, wie das Kind aufwächst in so einer Familie. Und ganz besonders das Selbstbild. Fühlt man sich als Deutsch oder nicht? Fühlt man sich der Herkunft zugehörig? Wie pflegt man noch Traditionen aus der Kultur? Oder ist es hybrid, so eine Mischung, die eigentlich nur in Deutschland stattfinden kann? Und das könnte ich jetzt wirklich hier ganz lange ausdehnen. Wir können sagen, dass wir vielleicht noch nicht eine super diverse deutsche Gesellschaft haben. Aber ich glaube, man kann schon sehr deutlich sagen, dass die Kitas und auch die Grundschulen mit dem Phänomen Superdiversität zu tun haben. Das heißt, sie sind im Prinzip in dem Bereich, wo sie die Vorreiter sozusagen sind der gesamten Gesellschaft, denn diese Kinder werden irgendwann Erwachsene sein. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn jetzt in den Kitas insgesamt über 40% einen Migrationshintergrund haben, das sind diejenigen, die in 20 Jahren auf dem Arbeitsmarkt sind, dann werden wir einen super diversen Arbeitsmarkt haben. Und zusätzlich kommt ja noch zusätzliche Migration auch in der Altersklasse. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir, wenn wir jetzt 40%, sagen wir mal Dreijährige haben, dann haben wir in 20 Jahren mehr als 40%. 23-Jährige, die in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund haben. Und wie gesagt, dadurch, dass die dritte Generation zum Teil und die vierte und die fünfte gar nicht eingerechnet wird, ist es ganz sicher mehr als 40% bundesweit. Und dann wissen wir, in Ostdeutschland sind es weniger als in Westdeutschland, auf dem Land weniger in der Stadt. Also kann man sagen, in westdeutschen Städten ist der Wert ganz sicher deutlich höher. In vielen Städten ist es nicht im Stadtteil, sondern in der gesamten Stadt wesentlich über 70% der Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, ohne dass die vierte oder fünfte Generation mitgezählt wird. Das heißt, das ist wirklich ein Phänomen, das neu ist. Das ist erstmal grundsätzlich neu und das gilt es zu verstehen. Also Superdiversität heißt, Diversität kommt auf Diversität, eine Vielschichtigkeit.
Und am besten könnten Sie sich es vorstellen, indem Sie sich versuchen, hineinzuversetzen in einen Menschen, der neu nach Deutschland zuwandert. Der erlebt jetzt also, dass es eine deutsche Gesellschaft gibt, in der es ganz viele Communities gibt, in der die Leute, die ihrer eigenen ethnischen Gruppe zugehören, super unterschiedlich sind. Also manche sind hier sind in alle Richtungen vernetzt, andere sind sehr stark noch in der kulturellen Gruppe, vielleicht sogar in Migranten-Selbstorganisationen vernetzt. Und es gibt eine riesen Bandbreite. Und auf diese Diversität, die schon existiert, kommt neue Migration. Und dementsprechend ist das eine Vielschichtigkeit an Diversität, die hochkomplex ist und die eigentlich dazu führt, dass wir schon in der Wissenschaft praktisch mit dem Konstrukt arbeiten, dass die Tatsache, dass wir wissen, jemand hat einen Migrationshintergrund, sagt nichts mehr. Und zweitens, wenn wir sagen, jemand hat einen Migrationshintergrund, der ist türkischstämmig oder arabisch-syrischstämmig oder vietnamesischstämmig oder russischstämmig, dass das immer noch nichts sagt. Also im Prinzip, dass wir durch diese Kategorien, mit denen wir es gewohnt waren zu operieren, immer weniger operieren können. Dass das also immer weniger Sinn ergibt und entsprechend auch es überhaupt nicht mehr selten ist, dass zum Beispiel schwarze Kinder überhaupt nichts mehr mit Migration im engeren Sinne zu tun haben und vieles mehr. Das heißt also, wir haben in der Gesellschaft Veränderung. Und im Übrigen, nur um das einmal gesagt zu haben, diese Veränderungen wirken sich auf das Alltagsleben aus. Sowas wie Superdiversität hat einen Einfluss auf die Alltagskultur in Deutschland. Das sieht man, wenn wir über uns anschauen, wie man sich in Deutschland ernährt. Das ist nicht mehr klassisch deutsch und zwar auf alle bezogen. Das hat nicht nur Veränderungen für migrantische Communities, sondern auf alle Menschen wirkt sich das aus, wenn wir einfach nur gucken, was es im Supermarkt zu essen gibt, was es für Imbisse gibt und Restaurants. Aber nur damit Sie nicht glauben, es hat nur mit Essen zu tun. Sie könnten alles Mögliche anschauen. Die Art und Weise, die gefeiert wird, hat sich geändert, migrationsinduziert, also nicht zuletzt durch Veränderungen, die mit Migration zu tun haben. Und das, was ich selber auch in einem Buch, das Integrationsparadox, mal ein bisschen ausführlicher beschrieben habe, ist, dass das, was mich selber sehr bewegt hat in meiner Kindheit, Jugend und dann junges Erwachsenenalter, dass die betreten Verbotenschilder von den Grünflächen verschwunden sind. Die Älteren unter Ihnen, dafür reicht es schon so alt zu sein wie ich, also ich bin jetzt 44, die wissen noch, dass so an nahezu jeder öffentlichen Grünfläche hatten wir Schilder, die waren manchmal rechteckig, manchmal quadratisch, da stand betreten verboten. Wenn man sich damit beschäftigt, warum die eigentlich in all den Städten nach und nach verschwunden sind, dann kommt man nicht drum rum, das auch mit Migration in Zusammenhang zu bringen. Aber das kann ich jetzt hier nicht ausführen, das kann man nachlesen. Das zeigt aber nur, in wie viele Bereiche das Veränderungen bewirkt hat und nicht zuletzt. Und das hat nicht direkt mit Kita zu tun, aber schon in der Zeit kurz danach schon und dann später im Jugendalter, wenn Sie sich angucken, wie die Jugendsprache sich verändert hat, Jugendworte des Jahres und so weiter und so fort, dass da ganz in ganz vielen Bereichen Migration einen Einfluss hat. Also Superdiversität meint, dass die Diversität ein Niveau erreicht hat, das so komplex ist, dass wir eigentlich nur noch sagen können, dass es hochkomplex ist, dass wir nur noch sagen können, was das für Herausforderungen bringen würde, aber dass für den Einzelfall eigentlich man neugierig und offen rangehen muss und mehr eigentlich man mehr eigentlich nicht weiß. Wenn man jetzt Superdiversität ein bisschen breiter fasst, kann man auch sagen, Menschen mit Behinderung, also Diversity, der Begriff, der bezieht sich ja auch auf Behinderung, der bezieht sich auf Gender und LSBTIQ, also nicht heterosexuelle Menschen und so weiter. Der bezieht sich auf die Teilhabe von Frauen. Und wenn wir uns angucken, was sich da alles verändert hat, stellen wir fest, dass zusätzlich zu dem Begriff Superdiversität, der eigentlich migrationsbezogene Veränderungen in der Gesellschaft meint, können wir auch noch andere Bereiche hinzunehmen und stellen fest, dass es dort ähnliche Veränderungen gegeben hat. Und dann kann man auch noch sagen, wie steht man eigentlich? Also was ist die eigene persönliche Haltung gegenüber Diversität in der Bevölkerung? Und da sehen wir eine enorme Mehrstimmigkeit. Das ist übrigens noch ganz kurz zu erwähnen, wichtiger Punkt. Wir haben nicht die Situation, wie zum Beispiel in den USA, dass es zwei Lager gibt, Pro und Contra. Weil in Deutschland ist das Spannende und auch, glaube ich, Gute,
dass wir extreme Mehrstimmigkeit haben. Also wenn wir polarisiert sind, dann sind wir multipolar, also mit ganz vielen Polen, mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven auf Fragen, wie wir in Zukunft gemeinsam leben wollen in einer Gesellschaft, wo alle so unterschiedlich sind und immer unterschiedlichere Dinge können, wollen und machen. Und in den USA sind es eher zwei Pole, die mit einem Graben dazwischen die Konflikte austragen, die wir ja auch hier wahrnehmen. Von daher kann man sagen, im Hinblick auf Migration, das habe ich ausführlich beschrieben, im Hinblick auf andere Diversitätsmerkmale und im Hinblick auf die Haltung gegenüber Diversität, ist es jetzt schon gerechtfertigt zu sagen, dass mindestens die Menschen, die mit Kindern zu tun haben, mit einer super diversen Gesellschaft zu tun haben. Und zwar, das heißt eine Gesellschaft, in der man ganz viele Selbstverständlichkeiten aus der Vergangenheit nicht mehr für selbstverständlich halten sollte, weil sie so nicht mehr den Alltag und die Lebensrealität prägen. Das war Teil 1, Superdiversität, damit Sie ein Gefühl dafür haben, was damit gemeint ist. Jetzt kann man den gleichen Begriff auch nochmal übertragen auf was anderes, so dafür ist er eigentlich nicht gedacht, nämlich auf Familie. Was ist eigentlich Familie? Wenn Sie sich damit beschäftigen, wie Wissenschaftler versuchen, Familie zu definieren, stellt man fest, dass viele Kennzeichen der Definition von was ist Familie zunehmend einem entgleiten. Also zu viel hat sich verändert und die Antwort auf die Frage, was ist Familie, kann man in zweierlei Hinsicht nochmal differenzieren. Einmal, was gibt es für Konstellationen? Also wie ist die Konstellation von Menschen, die wir irgendwie Familie nennen können? Und da stellen wir fest, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen biologischen Eltern und sozialen Eltern. Wir müssen auch unterscheiden, ob jemand, der sich um Kinder kümmert, überhaupt ein echtes, also überhaupt als Eltern im engeren Sinne bezeichnet werden kann. Wir haben gleichgeschlechtliche Familien, Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien. Wir haben Einelternfamilien. Wir haben zwei Elternfamilien, die zusammen wohnen, zwei Elternfamilien, die getrennt wohnen, aber zusammen sind. Wir haben einfach eine Situation, dass wenn wir sagen Familie, wir eigentlich nicht genau wissen, was wir meinen. Meinen wir dann auch noch die große Familie, die kleine Familie, migrantische Milieus, gerade Migranten der ersten und zweiten Generation haben einen anderen Familienbegriff, der viel weiter gefasst ist. Das führt dann auch zu Problemen mit Familiennachzug, weil da eher unsere juristische Definition dran ist und so weiter und so fort. Also Familienkonstellationen sind so komplex geworden, dass diese Idee Mutter, Vater und dann ein paar Kinder, das bildet bei weitem nicht mehr die Lebensrealität der Familien in Deutschland ab. Und der zweite Punkt ist, wie ist das Familienleben? Also neben der Konstellation, die Konstellation kann man von außen erkennen. Das, was innen passiert, das ist übrigens die größte Herausforderung für Familienforschung. Wie kriegt man eigentlich raus, was in den Familien passiert? Wir können ja keine Kameras aufstellen und uns auch nicht 24 Stunden einfach ins Wohnzimmer setzen. Das erlaubt keiner, aber da gibt es halt Methoden. Und dann stellen wir fest, wie ist das Familienleben, das nennen Wissenschaftler mittlerweile zunehmend Doing Family, also das Leben, das Selbstmachen von was meine Familie ist. Und wir stellen fest, auch das geht immer weiter auseinander, auch die Handlungspraxis, nicht nur das von außen Betrachtete. Und zwar das Doing Family, also wie leben wir als Familie und welches Verhältnis haben wir zu Kindern und welche Positionen und welche Rollen haben die Erwachsenen und so weiter. Ist selbst dann unterschiedlich, wenn die Konstellation gleich ist. Also Mutter, Vater, Kind kann ganz viel bedeuten, wenn wir in die Familien reinschauen. Genauso Regenbogenfamilien kann, wenn wir reinschauen, was ganz Unterschiedliches bedeuten. Das heißt, wir haben immer mehr Konstellationen, immer mehr Lebenspraxen und die beiden Unterscheidungen passen nicht zusammen. Wir können nicht eine Tabelle machen und dann sind das paar Zeilen und wir haben dann einen Überblick, sondern auch das ist hochkomplex. Deswegen würde ich auch sagen, wir haben eine super Diversifizierung von dem, was wir Familie nennen. Man kann natürlich es immer noch abstrakt definieren. Ich würde sagen, man kann schon damit arbeiten, zu sagen, Familie, das ist ein Verhältnis, das ist intergenerational, eben Erwachsene und Kinder, die in einem Verhältnis zueinander sind, das wir im weitesten Sinne kooperativ und solidarisch bezeichnen können. Aber genau genommen findet man dann auch noch wiederum Fälle, wo die Menschen selber sagen, es ist Familie. Und wir würden sagen, für uns nicht, ist das sinnvoll, das so zu definieren, ist so eine Sache. Wenn wir zu sehr danach fragen, was die Menschen unter Familie verstehen, dann stellen wir fest, bei den allerjüngsten Menschen
gibt es zunehmend eine Öffnung dessen, was Familie ist, dass sozusagen Freunde Familie sind, dass Haustiere Familie sind, dass das sozusagen eingebunden wird, dass auch nicht mehr Generationenunterschiede in die Familie eingebaut werden müssen. Und das sind alles Fragen der Familienforschung. Und Sie merken, das, was ich unter Superdiversität fasse, stellt auch die Wissenschaft bei Migration genauso wie bei Familie vor große Herausforderungen, dass wir sozusagen immer mehr nicht mehr einen Gegenstand als gegeben hinnehmen können und sagen, wir beobachten nur, sondern wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, was wir eigentlich beobachten, weil es so komplex geworden ist, dass wir mitentscheiden müssen, was überhaupt der Gegenstand ist. Und wir nicht mehr sagen können, naja, das ist die klare Definition, dass Beobachten gut ist, sondern schon die Entscheidung, was wir beobachten, also die Definition des Ganzen und das Verändern der Definition, muss heute zunehmend gemacht werden, was ein ganz klarer Hinweis dafür ist, dass es ein Niveau von Vielfalt bekommen hat, eben ein Niveau von Diversität. Und genau das nennen wir Superdiversität, dass es nicht mehr übersichtlich und greifbar unterscheidbar ist. Und trotzdem aber eben man schon was lernt durch die Erkenntnis selbst. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Jetzt muss ich nur im dritten Teil nochmal vertiefen, was ich gerade nur angedeutet habe. Ich habe gesagt, ob eine Familie arm oder reich ist, das wissen wir nicht, nur weil wir wissen, dass das Kind, was weiß ich, Hatice Öztürk oder eben Aladin El-Mafalani heißt. Wir wissen ganz wenig nur anhand dieser Kennzahl. Die zentrale Herausforderung ist, gesellschaftlich insgesamt und für Sie ganz besonders natürlich auch, ist, dass die Situation, was die in der Klassengesellschaft, also Armut, aber auch Reichtum in Deutschland, ein ganz verschärftes Niveau bekommen hat, was dann wiederum auch sich in eine Superdiversität äußern kann, wenn man den Begriff ganz neutral verwenden möchte, ohne dass damit eine Wertung eingeht. Denn die Lebensverhältnisse von Kindern gehen immer weiter auseinander, ohne dass damit schon gesagt ist, dass wir eine große Spreizung in der Gesellschaft haben, sondern selbst dann, wenn das so ist, wie wir es beobachten im Augenblick, dass Armut einfach auf einem hohen Niveau stabil bleibt. Wir haben über 20 Jahre keine Zunahme von Armut und auch keine Zunahme von Prekarität. Wir hatten vor 20 Jahren mal einen Zuwachs, aber die letzten 20 Jahre ist es sehr stabil. Hat sich dennoch was verändert, was für die prekären Lebensverhältnisse der Kinder zunehmend erschwert ist. Und das muss ich einmal ganz kurz beschreiben in einer historischen Entwicklung. So, wir sind jetzt also im dritten Teil Armut und Reichtum. Was hat sich eigentlich verändert, wenn es um Armut geht im Vergleich zu vor ein paar Jahrzehnten? Denn Armut hatten wir auch schon vor ein paar Jahrzehnten. Und im Übrigen, wenn Sie sich anschauen, wie das Lebensniveau von Arbeiterfamilien in den 70er Jahren war oder noch früher, dann kann man sagen, das war eher im Durchschnitt eher schlechter als das von heutigen armen Familien. Gleich oder schlechter. Das heißt, es geht mir überhaupt nicht nur darum, das ökonomische Niveau zu beschreiben, sondern was anderes. Deswegen der historische Abriss, der jetzt ganz kurz kommt. Mit einer Metapher. Stellen Sie sich vor, unsere Gesellschaft ist ein Raum. Und in dem Raum gibt es einen Tisch. Wer am Tisch sitzt, das ist Mittelklasse. Wer die guten Plätze am Tisch hat, ist Oberklasse. Und wer auf dem Boden ist, das ist Arbeiterklasse oder Unterklasse. Da gibt es verschiedene Begriffe. Aber Sie wissen ungefähr, was ich meine. Mir geht es um den Effekt, nicht um die Feinheiten. Wir starten jetzt mal in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da saßen wenige Menschen am Tisch. Das waren überwiegend ältere Männer. Und alle Frauen saßen auf dem Boden und Arbeiter und so weiter und so fort. Was über die Jahrzehnte passiert ist, ist, dass sich Frauen zunehmend an den Tisch gesetzt haben, Menschen mit Migrationshintergrund auch zunehmend, besonders die zweite Generation, LSBTIQ-Sternchen-Menschen, also Schwule gab es vorher schon am Tisch, die durften nicht sagen, dass sie schwul sind, jetzt geht es. Und es setzen sich immer mehr an den Tisch im Laufe der Jahrzehnte. Der Tisch wird immer voller und immer unterschiedlicher, also immer unterschiedlichere Menschen, und immer mehr Menschen sitzen am Tisch. Und das ist eine Erklärung, das ist jetzt nicht mein Punkt, aber es ist eine Erklärung, warum wir uns gesellschaftlich immer mehr streiten. Nämlich streiten darum, also wer kriegt wie viel, also Verteilungskonflikte, wer kriegt ein Stück vom Kuchen am Tisch und wie groß ist das Stück vom Kuchen.
Das wird intensiver, wenn mehr Menschen am Tisch sitzen. Aber gerade die neu an den Tisch gekommenen, Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, behinderte Menschen, LSBTIQ, in den letzten 2 Jahrzehnten auch Ostdeutsche, gucken sich den Kuchen an, probieren den und sagen zunehmend, das Rezept ist nicht das Richtige. Das Rezept muss sich ändern. Und der Streit ums Rezept, das ist intensiv. Da streiten wir über Sprache. Welche Sprache verwenden wir eigentlich? Welche Regeln gibt es? Gehört der Islam zu Deutschland? Solche Fragen stellt man sich dann, wenn der Tisch so ist, wie er ist. Und es ist ja alles super, was ich gerade beschrieben habe. Auch wenn es Konflikte gibt, spitzenmäßig, immer mehr setzen sich an den Tisch. Das habe ich im Integrationsparadox, ist es da nicht irgendwo, dieses Rote hier, beschrieben. Darum geht es mir jetzt aber nicht, sondern dass immer noch Menschen auf dem Boden sitzen. Und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor. Über die Jahrzehnte setzen sich vom Boden immer mehr Menschen am Tisch, haben einen guten Arbeitsplatz, haben Teilhabe in der Gesellschaft. Und man selber hat aber nicht davon profitiert und hat zusehen müssen, wie immer mehr an den Tisch gegangen sind. Und das fühlt sich entwürdigend an. Erstes Problem. Zweites Problem. Dadurch, dass so viele vom Boden an den Tisch gegangen sind und wirklich, ich rede von wirklich vielen, eine absolut positive Entwicklung, sind die solidarischen Strukturen auf dem Boden erodiert, sagen wir dazu, also sind nach und nach gebröckelt. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Kreis Recklinghausen. Ich habe überall gesehen, Arbeiterchöre, Arbeitergärten, Arbeiterbibliotheken, Arbeiter dies, Arbeiter das. Also es gab wirklich sozialen Zusammenhalt, auch unten in der Gesellschaft. Solidarische Strukturen, man hat viel aufgefangen und vieles davon war bildungsnah, sage ich jetzt mal, auch nicht irrelevant. Das ist zerbröckelt, weil so viele gegangen sind. Wenn Fluktuation passiert, ein Kommen und Gehen auf dem Boden, dann hält man weniger zusammen. Das ist ein normaler Prozess. Und das Dritte, das ist das Schlimmste. Danach, nachdem das alles so langsam schon passiert ist, fing es an, das ist auch übrigens international so, dass die Menschen am Tisch, die jetzt am Tisch sitzen, sagen, guck mal, wir sind so eine offene Gesellschaft. Wer jetzt noch auf dem Boden sitzt, ist selbst schuld. Das sozusagen, das wurde besiegelt mit der Agenda 2010. Man hat jetzt noch mehr Druck auf die Leute ausgeübt und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt so ganz schnell, weil ich nur auf eine Sache hinaus will. Welchen Effekt haben diese drei Dinge, dieses Gefühl des zurückgelassen worden Seins, weil alle gehen nach oben und ich bleibe unten, das Gefühl, dass es keine solidarischen Strukturen in meinem Milieu mehr gibt und das Gefühl, dass der Tisch, dass die Verbindung zwischen Tisch und Boden auch verloren geht. Diese drei Sachen zusammen erklären folgende Entwicklung. Auf dem Boden, also die Menschen, die arm sind, die haben, da machen sich resignative Tendenzen breit. Resignation meint, man glaubt nicht mehr daran, dass man an der Verbesserung in der Gesellschaft teilhat, dass wenn der Kuchen größer wird, dass dann mehr Krümel runterfallen. Das ist der Trickle-Down-Effekt in der Volkswirtschaftslehre. Und selbst die Ökonomen sagen, seit 20 oder noch mehr Jahren gibt es diesen Effekt nicht. Also nur weil am Tisch der Kuchen größer wird, profitieren die Menschen unten nicht davon. Weder, dass sie mehr Krümel kriegen, noch, dass sie mehr Chancen kriegen, an den Tisch zu kommen. Resignation heißt also, ich glaube nicht mehr, dass diese Gesellschaft irgendwie für mich etwas bringt. Ich glaube dann auch nicht mehr, dass ich selber durch eigenes Zutun meine Situation verbessern kann. Und das bedeutet, ich werde gestaltungspessimistisch, manchmal sogar eher schon fast apathisch. Das sind Tendenzen, die zunehmen. Und das ist eine Situation, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, in der heute Kinder aufwachsen. Und das ist relativ neu. Das ist nicht ganz neu, seit 20 Jahren hat sich das aufgebaut. Aber das ist jetzt so, dass wir eine Situation haben, dass wir wahrscheinlich in der Geschichte noch nie einen wachsenden und so großen Anteil von Kindern haben, die nicht nur in ökonomisch schwierigen Lagen aufwachsen, sondern auch in mental und sozial schwierigen Lagen aufwachsen. Und für Migration hat das nochmal spezifische, für Migrantenmilieus hat das nochmal spezifische Konsequenzen, auf die wir gleich vielleicht dann auch nochmal zu sprechen kommen können. Aber es hat auf jeden Fall Konsequenzen dafür, dass das Aufwachsen für Kinder in Armut in so einem Milieu nochmal ganz anders darstellt. Und jetzt kommt das Spannende. Wir sehen, dass das eine Herausforderung ist. Wir haben aber noch nicht genug Zeit gehabt und Daten zu sagen, was für Erwachsene entstehen daraus eigentlich. Dafür ist die Entwicklung zu frisch. Ich habe nur die Vermutung, dass das nicht gut ist. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Institutionen dadurch besonders herausgefordert werden, weil die Eltern ja nicht nur weniger verlässlich dadurch zum Beispiel sind, in der Kooperation mit den Institutionen, also mit Kita und Grundschule zum Beispiel, sondern sie sind auch
Sie haben auch eine sie spielen eine andere Rolle für die Kinder, weil eben bestes Beispiel ist, dass zum Beispiel auf dem Boden, da wurden eigentlich Tugenden gelebt früher. Pünktlichkeit, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter. Das war noch in der Zeit, wo auf dem Boden die Strukturen da waren, die Anerkennung da war. Der Begriff Respekt ist deshalb heute so wichtig, gerade in unseren Klassen, weil es an Respekt fehlt. Nicht nur an Geld, sondern auch an Respekt, an Anerkennung, an die Möglichkeit, an also was zu glauben. Und das Entscheidende ist jetzt für mich, da wachsen Kinder auf. Und das ist eine Erklärung, warum wir ein viel besseres Bildungssystem haben, aber wir keine Verbesserung feststellen in dem gesamten Output, in den Ergebnissen dieses Bildungssystems. Wenn wir überlegen, die Kita, die Grundschule, die weiterführenden Schulen, da gab es schon ein paar Reformen, die zu einer Verbesserung geführt haben. Ich würde nämlich sagen, hätten wir das Bildungssystem genauso, wie es in den 90ern war, würden wir schon untergehen. Das heißt, wir haben Verbesserungen in den Institutionen, aber die Verbesserungen sind viel langsamer, als die Entwicklung sich verschärft haben. Denn für das gesamte Bild, warum ich auch da den Begriff Superdiversität nehmen könnte, ist so, dass wir eine Spreizung haben von der Realität von Kindern. Ich habe jetzt die ganze Zeit über die Kinder gesprochen, die unten aufwachsen, im gesellschaftlichen, im sozialen unten, die, man kann schon fast sagen, ganz trostlos aufwachsen, in schwierigster, prekärer Lebenslage. Das wird nicht quantitativ mehr, sondern die Prekarität, das Problem wird schlimmer, ohne dass die Menge mehr wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir, und das muss man erwähnen, dass wir mindestens 50% aller Kinder haben, die so wohlbehütet, die in ökonomisch so sicheren Verhältnissen, die gewaltfrei, gut gefördert und so weiter aufwachsen, wie in der Menschheitsgeschichte nicht. Das heißt, wir haben in den exzellenten Bereichen einen Zuwachs und wir haben in den prekären Bereichen kein Zuwachs, aber eine Dramatisierung, um das jetzt mal so kenntlich zu machen, also qualitativ eine Verschlechterung und hier quantitativ und qualitativ eine Erhöhung. Und diese Mitte, die früher normal war, ist klitzeklein geworden, so eine Mitte. Das heißt, wenn man es in drei Teile teilen wollte, das, wo die Kindheit immer privilegierter wird, wird immer größer. Das, wo die Kindheit in Prekarität ist, wurde größer, ist jetzt seit langer Zeit stabil, wird aber immer schlimmer. Und das, was wir früher als normal unterstellt haben, ist alles nur nicht mehr normal. Und das ist sozusagen das, was unsere Klassengesellschaft in den letzten 2, 3 Jahrzehnten erzeugt hat, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind. Das war eine stetige Entwicklung. Und deswegen ist es auch so schwer, Klassengesellschaften zu beschreiben. Ich kann es Ihnen auch, das werden Sie nie wieder vergessen, beschreiben an unserem Schulsystem. Wir hatten früher eine ganz klare kleine Oberklasse, eine größere Mittelklasse und eine ganz große Unterklasse im Schulsystem. Ganz wenige Abiturienten, ganz viele Hauptschüler und dazwischen waren die Realschüler. Und das, was über die Jahrzehnte passiert ist, ist, dass wir die Pyramide auf den Kopf gestellt haben. Wir haben jetzt die Schulform mit den meisten Kids, ist das Gymnasium und das mit den wenigsten Kids ist die Hauptschule. Und in anderen Bundesländern heißen die Schulformen anders, aber dass das Gymnasium immer die größte Schulform ist, bundesweit und in den Bundesländern ist überall gegeben. Das heißt, die haben es umgedreht. Und das da oben sind die, die am Tisch sind und das da unten sind die, die auf dem Boden sind. Wenn man jetzt mal nicht an die Eltern denkt, sondern an die Kinder. Und jetzt überlegen Sie mal, wo ist es besser, auf dem Boden zu sein? Da, wo viele auf dem Boden sind oder da, wo man in einer relativ wohlhabenden oder relativ privilegierten Gesellschaft unten ist. Natürlich ist das hier viel schlimmer, obwohl das objektiv ist das beides unten und beides gleich viel Geld, beides das ist der gleiche Abschluss, aber relational, also im Verhältnis zu dem Rest, ist man in einer viel schwierigeren Situation. Und deswegen ist auch der Begriff, dass man sich zurückgelassen fühlt oder nutzlos fühlt und so weiter, das sind Begriffe, die in dem Kontext fallen, von den Betroffenen häufig selbst abgehängt und all solche Begriffe. Und die sind gar nicht so verkehrt, denn die Entwicklung ist in etwa so. Das heißt, die Klassengesellschaft, wir haben immer noch eine Klassengesellschaft, die hat sich aber komplett verändert. Und das heißt, dass wir nicht mehr nur quantitativ schauen müssen. Quantitativ, also von der Menge, kann man sagen, dass irgendwas zwischen 20% und 30% der Kinder in Armut oder armutsgefährdet aufwachsen. Und das ist ein relativ stabiler Wert. Die Tatsache ist aber, dass ein Großteil dieser Kinder in einer immer schwierigeren Lage aufwachsen. Es geht mir nicht also darum, dass das so sehr wegwachsen würde, sondern auf zu hohem Niveau ist das stabil. Und das, was da wirklich passiert, wird aber immer problematischer, immer verhärtete Strukturen. Und damit komme ich jetzt zum vierten Teil, zu den Institutionen. Das mache ich jetzt schneller, denn
Sie kennen, kennen Ihre Institution. Deswegen kann ich damit da nur sagen, dass die Institutionen selber zu der Diversifizierung beitragen. Das hat damit zu tun, dass neben der Veränderung unserer Gesellschaft, bezogen auf Migration, die Familien und der Klassengesellschaft, also der sozialen Klassen, dazu noch kommt, dass Kinder heute so früh wie noch nie und so lange wie noch nie sich in Institutionen aufhalten und nicht mehr nur im Stadtteil oder in der Familie, sondern jetzt kommt noch ein anderer Ort hinzu, der an Bedeutung gewinnt. Und also immer früher, was das Lebensalter angeht, immer länger, was das Lebensalter angeht, aber auch immer länger, was den Tag angeht, durch Ganztagskitas, Ganztagsschulen. Bald haben wir Ganztagsgrundschulen, ähnlich wie mit den Kitas, dass das ein Rechtsanspruch ist. Im Übrigen, wie ich meine, zwei der wichtigsten Bildungsreformen der vergangenen Jahrzehnte, Anspruch auf einen Kita-Platz, Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz in der Grundschule. Beide Reformen, das ist bezeichnend, kamen vom Bund, ausgegangen vom Bund. Beste Bildungsreform kommt vom Bund, da kann man auch mal drüber nachdenken. Aber alles, was ich gerade beschrieben habe, bedeutet auch, dass die Institutionen und hier ganz besonders Kita und Grundschule immer mehr Aufgaben haben. Weil eben all das sich verändert hat, wurden immer mehr Aufgaben auf die Institutionen übertragen. Und jetzt kommt das Doofe, das wollen Sie nicht hören, das geht auch nicht anders. Ob man das in den Institutionen anders regelt, ist eine andere Sache. Aber das, dass die Institutionen auffangen müssen, da gibt es kaum Alternativen. Und dann ist es verheerend, und das ist der Grund, warum ich mich so engagiere, gerade bezogen auf Kita und Grundschule. Bei Grundschulen habe ich auch dazu geforscht, bei Kita nicht. Bei Kita geht es eher darum, dass ich Familien und Kindheiten, Kinder untersuche, deren Lebenslage und so weiter. Das ist deshalb für mich so wichtig, weil A, die finanzielle und personelle Ausstattung in den beiden wichtigsten Institutionen am schlimmsten ist, also Kita und Grundschule. Und damit meine ich nicht einfach nur so ein paar Sachen, zwei, drei Stellschrauben, an denen man dreht, sondern das, was man bräuchte, nicht was der Personalschlüssel macht, nicht der Lehrermangel, den man in den Grundschulen schon längst identifiziert hat, sondern das, was man bräuchte, um das aufzufangen, was unsere Gesellschaft benötigt, was die Herausforderung benötigt, das ist wirklich ein ganz ungünstiges Verhältnis. Also ich rede nicht von dem Fachkräftemangel in der Kita, der bekannt ist, vom Grundschullehrkräftemangel, der bekannt ist, sondern wie diese Institutionen aufgestellt sind, wie sie gedacht wurden, und wie weit das entfernt ist von dem, was man bräuchte. Und das meint auch Multiprofessionalität, dass es nicht jede Institution geprägt ist von einer Profession, sondern alle Institutionen, die mit Kindern zu tun haben, eigentlich mehr multiprofessional sein müssten. Das heißt, ich würde an all dem, was ich jetzt heute Ihnen erzählt habe, sagen, dass man daran feststellen kann, dass Kitas und Grundschulen die wichtigsten Institutionen sind, die wir im Bildungswesen haben. Das sage ich ungern, weil ich bin an der Universität und müsste eigentlich dafür sein, dass das die wichtigste ist. Aber nein, ich würde sagen, Kita und Grundschule ist das Wichtigste. Und gleichzeitig sind das die beiden Institutionen, die einerseits expandieren, weil der Anspruch auf den Kita-Platz und die quantitative Ausweitung von Kitas, das ist ja enorm. Und da muss man auch sagen, das ist echt beeindruckend auch, dass das so geklappt hat. Hätte man ja nicht geglaubt. Aber das ist die Quantität. Die Qualität ist eben so, dass wir leider zum Beispiel nicht merken bei diesem Ausbau, bei diesem quantitativen Ausbau, dass wir zum Beispiel durch den Kita-Besuch die eine Verringerung sozialer Ungleichheit messen, dass die Benachteiligung ausgeglichen wird. Dafür braucht man eine gewisse Qualität. Dafür reicht es nicht, einfach nur den Kita-Platz irgendwo bereitzustellen. Und Sie alle wissen, dass gerade Kitas in schwieriger Lage tendenziell eher noch mehr Personalmangel haben. Grundschulen, das weiß man ganz genau, haben gerade da den höchsten Lehrkräftemangel, wo die Kinder am meisten diese Lehrkräfte bräuchten. Und also alles in allem ist das eine Situation, wo es ein riesen Missverhältnis gibt zwischen Ausstattung, Personal, auch Bezahlung auf der einen Seite und Bedeutung. Das ist ein Missverhältnis, das gesellschaftlich hochproblematisch ist. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass man sich Personal nicht backen kann. Wir haben Fachkräftemangel, wir haben eine demografische Entwicklung, die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Ruhestand. Wir werden in jeder Branche Fachkräftemangel haben und damit muss man jetzt irgendwie arbeiten. Dafür fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man das mal so eben hinbekommt. Aber das Entscheidende ist, dass man ja irgendwie klarkommen muss mit dem, was da ist.
Und mit dem, was da ist, und damit komme ich jetzt zum Ende, würde ich die zentralen Herausforderungen folgendermaßen skizzieren. Erstens, man muss zunehmend offener sein. Wir haben eine offene Gesellschaft und wer in einer offenen Gesellschaft, die auch noch super divers ist, handlungsfähig sein will, muss sich selbst, also die Institution, ihre Kita, immer offener gestalten. Und mit offen meine ich nicht die Türen öffnen, sondern immer weniger erwarten. Immer weniger erwarten, was Familien mitbringen, was andere Unterstützungsleistungen betrifft, sondern versuchen immer mehr selber all das, was ich gerade an Herausforderungen beschrieben habe, selber mit eigenen Mitteln, die, wie gesagt, knapp sind, aber die man schon vertiefter in den Griff bekommen kann, immer weniger von den Familien erwarten, immer eigenständiger das bearbeiten können und wollen. Das ist eine echt große Herausforderung. Ich habe gerade gesagt, außer den Institutionen, und das sind Kita und Grundschule, kann es niemand machen. Dafür muss man besser ausgestattet werden. Das ist der Grund, warum ich mich in dem Bereich engagiere, ohne dass ich es müsste und ohne dass das eigentlich mein Bereich ist. Aber das ist gerade deshalb so wichtig, weil, und das soll mein Abschlusssatz sein, es ist von unheimlich großer Bedeutung für die Gesellschaft. Sie finden das vielleicht übertrieben, aber wenn man den Forschungsstand kennt, und zwar den Forschungsstand in allen Disziplinen, auch zum Beispiel in der Bildungsökonomie, dann weiß man, dass für den Arbeitsmarkt und Neuzuwanderung Ihre Institution mega wichtig ist. Das sehen viele nicht, aber Sie haben ja nicht nur die Kinder der Neuzugewanderten, sondern über die Kinder auch noch Connections zu den Eltern. Das ist elementar, und indem Sie die Kinder idealerweise optimal fördern, haben die Eltern Luft, um eben in dieser Gesellschaft auch noch sich anderweitig zu orientieren. Das gilt auch für nicht neu zugewanderte. Mütter und Väter müssen, damit überhaupt unser Rentensystem und der Fachkräftemangel einigermaßen läuft, müssen sie dafür damit rechnen können, dass ihr Kind optimal so und zwar lange, täglich lange und praktisch fast täglich ordentlich gefördert wird. Wenn wir das so nicht hinbekommen, wird unser Sozialstaat vor die Hunde gehen, wird der Wohlstand verringert werden. Das kann man berechnen. Und wenn der Sozialstaat und der Wohlstand gefährdet ist, ist unsere Demokratie gefährdet. Von daher haben Sie jetzt ein Gefühl dafür, warum ich mich für Sie engagiere, auch politisch, ohne dass ich Kitas im engeren Sinne eigentlich als Arbeitsfeld habe. Und ich hoffe, Sie haben einigermaßen verstanden, super diverse Kindheiten. Das ist ein Riesenpotenzial. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das ist ein Riesenpotenzial für unsere Gesellschaft. Es ist aber auch eine Riesenherausforderung für Institutionen, ganz besonders dann, wenn die Ausstattung und die Vorbereitung nicht optimal sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.